Bewegungslevel Nummer 7, langsamer Walzer. Heute möchte ich auf die Neigung, das sogenannte Sway, eingehen. Welche Form von Neigung habt ihr? Straight, gerade, links, rechts. So, jetzt habe ich das so flapsig gezeigt und ihr denkt, oh, das ist Schulterabknicken. Nein, das ist es nicht. Was es ist, zeige ich euch gleich, aber was ihr wissen müsst ist, es gibt links, rechts und gerade. Das sind die Möglichkeiten, die ihr habt. Eine Neigung wird im Tango gar nicht getanzt, weil er sich aus der Bewegungsform des Tangos ohne Heben und Senken nicht ergibt. Das heißt, kein Sway im Tango. Ich weiß gar nicht, fällt mir jetzt gerade eine Ausnahmefigur ein, ad hoc Tatsache nicht. Also in der Basic-Technik nein. Es gibt sicher die ein oder andere Figur. Es wird ja jetzt auch viel gemixt und auch Stile mit argentinischem Tango werden gemixt, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass sich da auch eine Neigung in der ein oder anderen Figur reingeschlichen hat. Aber in den Basisfiguren im Tango ist keine Neigung vorhanden. Es gibt auch Figuren wie zum Beispiel im Langsamwalzer der außenseitige Wechsel. Ja, das ist hier rechts, Drehung, rück zur Seite, wo keinerlei Neigung drin ist. Also da seid ihr komplett straight. Nil, nada, nisch. Aber in den meisten Figuren habt ihr eine Neigung. Wie sieht diese Neigung aus und was ist die Neigung? Das Wichtigste ist, ja, anders als wie ich es eben so flapsig gezeigt habe, es ist kein Abknicken rechts oder links. Also ihr knickt nicht eure Schulter nach rechts oder links, sondern die Neigung kommt aus der Drehbewegung in Kombination mit dem Schritt. Wenn ich also in eine Rechtsdrehung hinein tanze, ich bin jetzt mal her, ist ja egal, die Damen können die Rechtsdrehung ja auch vorwärts tanzen, und ich gehe vor, ich schwinge hier das Bein durch. Seht ihr, dass meine rechte Schulter tiefer ist als die linke? Das ist Neigung. Die Neigung wird erst wieder aufgelöst, wenn ich auf dem Fuß ankomme und am Ende von 3 absenke. Das heißt, in der Rechtsdrehung, ne, wäre die Neigung gerade, rechts, rechts. Und dann wäre ich drin. Und die Neigung kommt nicht vom Abknicken. Ich möchte es nochmal ganz kurz zeigen. Ja? Die Neigung kommt, weil ich hier, ja, ich muss ja meinen Bock hochheben, sorry dafür, ja, weil ich hier reingehe in den Fuß und die gesamte Seite strecke. Das heißt, hier verkürzt sich nichts, aber mein Fuß schwingt da durch. Ist dadurch macht die Seite länger und dadurch ist sie höher als die Seite, wo ich stärker abgesenkt bin. Ihr seht es auch, rechts mein Knie ist tief, das andere Bein ist gestreckt. So entsteht die Neigung. Ja? Die Neigung wird im Körper getan. Noch viel klarer seht ihr das in dem sogenannten Zögerwechsel. Gerade, jetzt kommt hier der Schwung. Mein Körper schwingt durch, Neigung nach links, links. Ja? Es kommt durch den Schwung, weil ich die rechte Seite in dem Falle lang mache. Keine Verkürzung hier. Ich mache die Seite lang, das heißt, hier stehe ich niedriger im Knie als dort. Und da bin ich auch auf dem hohen Fuß, deswegen bin ich da höher. So kommt die Neigung zustande. Das ist identisch bei der Dame. Ja, wenn ich in den Zögerwechsel reingehe, ruhig, hier schwingt mein Körper durch, meine linke Seite wird lang, Neigung, Neigung. Ja? Das ist Neigung. Neigung entsteht aus dem Fußgelenk, aus einem hochangesetzten Fußgelenk bei dem anderen. Flacher Fuß im Knie, das andere gestreckt. Dadurch wird eine gesamte Körperseite länger als die andere und ich gleiche die Drehbewegung, ne, die dort mit reinkommt, über diese Neigung aus. Ansonsten würde das so aussehen, Schritt, Zöger, Wechsel. Kann ich nicht so schön rutschen, kann halt schon sagen, ja, und dann gehe ich da so schön rein. Das kann ich natürlich nur, wenn ich einen ordentlichen Schwung mit drin habe. Daher, wenn ihr nicht sicher seid, in welchen Figuren, ich glaube, auf Neigung bin ich tatsächlich noch nicht viel eingegangen, weil das ist schon ein bisschen Königsdisziplin. Ja, das ist so ein Bewegungslevel, der, merkt ihr auch, ich erkläre ihn jetzt relativ spät und auch auf Wunsch von einem Paar. Schöne Grüße. Wenn ihr das einsetzt, da
Wenn ihr andere Hausaufgaben habt, macht erst die anderen. Also Neigung ist schon High Class, das heißt, ihr werdet das bei mir, wenn ich Figuren erkläre, nicht wirklich finden, außer im Zögerwechsel habe ich es ganz bestimmt erklärt, aber ansonsten bin ich da nicht drauf eingegangen. Doch im Wiener Walzer, glaube ich, habe ich es auch einmal gemacht, weil es da wichtig ist. Aber generell, ne, fragt einfach nochmal im Unterricht euren Tanzlehrer und Trainer oder Rin, was ihr da machen solltet, wenn euch das interessiert, wie dort die Neigung ist, und achtet darauf, dass die Neigung immer aus dem Körper getanzt wird und kein Abknicken in der Seite und in der Schulter darstellt. Damit viel Spaß, ich verneige mich, viel Spaß beim Üben.